Hallo Freunde, willkommen bei einer informativen Ausgabe heute. Und hier geht es darum, ich kriege ja oft Modellautos rein, wo ich keine Infos dazu bekommen habe, warum der hier eigentlich auf den Schrott kommen soll. Da sind ja meistens dann Händler, Hersteller, Importeure, was gibt es da noch, Großhändler, die mir so die Modellautos halt zuschicken. Das sind meistens dann Überraschungspakete, ich weiß also vorher nicht, was da drin ist. Und manchmal steht da halt drauf, Türendefekt, ne? Oder Rad ist abgebrochen. Auf der Verpackung steht das dann halt drauf geschrieben. Aber manchmal, so wie bei diesem X4 hier, von Paragon, kriege ich den und da steht gar nichts drauf. Und ja, da stellt sich die Frage, warum zum Teufel bist du zum Verschrotten gekommen? Da fange ich nämlich meistens immer dann mal an, gucke so, ob die obligatorischen Teile dran sind. Rücklichter, Spiegel, Antenne, Kopfstützen, Türgriffe, Scheinwerfer, Nummernschilder, Felgen, Auspuff. Fängt erstmal da an mit der Kontrolle. Weil da kann er jetzt alles haben. Da kann er jetzt über Fehlteile, über Zinkpest, über Lackfehler, über Kratzer, über Sturzschaden, kann er jetzt alles haben, ne? Ich weiß es ja nicht. Steht ja nichts drauf. So. Rücklichter sind dran, Auspuff ist dran, Bremsen und Felgen sind dran, Nieren und Nummernschilder sind dran, Scheinwerfer auch dran, Nebelscheinwerfer auch dran, Spiegel sind dran, alle vier Griffe sind dran und Kopfstützen sind auch dran. Jetzt fragt ihr euch warum, wie Kopfstützen? Ja, wirklich, man muss auch kontrollieren, ob auch die Kopfstützen dran sind. Weil ich hatte nämlich auch schon mal ein Modell bekommen, das war ein GLB oder GLA. Ich glaube, ein GLB war das von Z-Modells. Den habe ich bekommen und da stand ich auch davor, ne? Was zum Teufel hat das Modellauto? Nicht gefunden, den Mangel, ne? Gesucht, 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 nicht gefunden. Gut, da habe ich mir gedacht, ja komm, gehst du kein Risiko ein, zerlegst das Ding. Ja, da habe ich die Karre zerlegt und dann gucke ich auf die Innenausstattung, da fehlt dir die Kopfstütze hinten links. Hat gefehlt. Alter! Da denkt man sich auch. Boah! So, jetzt gucken wir. Zweites Kriterium. Kratzer, Lackschäden und eventuell Zinkpest. Zinkpest, weiß ich jetzt schon, hat dieses Modell normalerweise nicht. Das heißt, nach Lackfehlern schauen die sehr offensichtlich sind. Hier die linke Seite hat keine. Das ist jetzt nichts Atemberaubendes, was ich jetzt sehe. Man sieht hier auf der Motorhaube ein paar Pünktchen. Ja, die, kann man, die sind so klein, dass man die noch nicht mal einfangen kann mit der Kamera. Aber bis jetzt sieht das Modell eigentlich ziemlich gut aus. Decals. X4 ist auch noch drauf. Über ein Decal. Über ein Decal ist was. Eine Polierstelle. Okay, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Da ist jetzt ein weißer Punkt über dem X4. Guck mal, das ist auch wieder so klein, dass man es nicht einfangen kann. Direkt über dem X4 ist ein kleiner Punkt. So, guck mal. Kann man sogar gar nicht filmen. Also ich glaube aber auch nicht, dass es das ist. Einer der Gründe, warum ein Modellauto auch auf den Schrott kommt, ist folgender. Sekunde, ich muss hier mal ein bisschen umstellen. Ist sowas wie dieser Smart. Erstmal steht nichts auf der Verpackung drauf, was er haben könnte. Ne? Steht jetzt nicht drauf, Lackschaden, Teil fehlt oder irgendwie sowas. Man sieht sich den Smart so an, denkt sich, ja gut, ne, der hat ja nichts. Fehlt kein, nur Spiegel sind dran, Antenne ist dran, Sitze, Kopfstützen, Türgriffe, alle sind soweit dran. Und dann denkt man sich auch, warum ist er eigentlich jetzt auf den Schrott gelandet, ne? Dann kam das Offensichtliche. Die Verpackung gibt den Hinweis, warum der jetzt auf den Schrott gelandet ist. Die ist nämlich stark verdreckt. Seht ihr das? Fett Staub drauf. Das heißt, das Modellauto stand wahrscheinlich in der hintersten Ecke im Lager. Von diesem Modellautohändler, wo ich den herbekommen habe.
Und da wurde anscheinend vergessen. Und irgendwann mal totgeschrieben halt, ne? Von Inventarliste abgezogen. Wurde dann als verloren oder wie auch immer. Oder kaputt abgesetzt. Ja. Und dann kommt der halt hier hin. Mit einer fetten Staubschicht drauf. Und eigentlich ist der in Ordnung. Aber ist totgeschrieben. Von, für die Steuererklärung wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Ja, der Händler kann den so nicht mehr verkaufen, weil wahrscheinlich ein einziger nur noch übrig geblieben ist von Hunderttausenden. Und es lohnt sich, den jetzt nicht mehr zu fotografieren, neu einzusetzen und wieder zu verkaufen. Weil da sind halt Händler, die machen nur Neuware. Und so ein Modellauto mit einer fetten Staubschicht drauf, ne, und einer verdreckten Verpackung, das können sie nicht mal als Neuware verkaufen. Und deswegen kriege ich den halt, ne. Der ist eigentlich nicht defekt, ist aber halt dreckig. Und ich mache den natürlich jetzt sauber und dann kann er in den Verkauf gehen, ne. Aber für so große Händler, wir reden hier von Händlern, die mehr Umsatz machen wie ich. Was ich im Monat mache, machen die vielleicht am einen Tag, ne. Das sind solche Händler. Und ja, für die lohnt sich das nicht. Jetzt für einen blöden Smart, der jetzt aktuell um die 30 Euro kostet bei eBay und Co. Da lohnt sich die Mühe halt nicht, ne, den jetzt neu einzusetzen. Die Typen, der das fotografiert und einsetzt, ist wahrscheinlich teurer wie dieses Modellauto. Und deswegen habe ich den bekommen. Und ich denke mal, das hat der X4 gerade eben auch. Weil ich konnte bis jetzt keinen einzigen Mangel feststellen an dem X4. Kein Kratzer, kein Lackschirm, keine Fehlteile, gar nichts. Das Modell ist definitiv in Ordnung. Die Verpackung sieht, dass man die geöffnet hat. Also man sieht hier, dass hier Tesaband nachgeklebt wurde. Also hier wurde definitiv schon mal Hand angelegt. Aber das Modellauto, hier fehlt eine Schraube. 1, 2, 3, 4. Gleich erstmal einen Drehtest mit den Rädern. Nicht, dass der Unterboden defekt ist. Also hier sitzt die Felge schon ziemlich dicht drauf. Ne, Unterboden ist auch in Ordnung. Rappeltest. Nichts klappert. Eigentlich alles gut. Tja, dann ist er jetzt wirklich auf den Short gekommen, weil eine Schraube fehlt. An der Verpackung. Guck mir gerade die Schrauben an, ob die schon mal gelöst worden sind. Sieht nicht so aus. Ja, Spiegelgläser, auch beide drin. Modellauto ist in Ordnung. Tür. Tür geht auch. Schöne Farbe. Alles gut. Nicht defekt. Manchmal so banale Sachen, ne? Aber das ist ja nicht das einzige Modell. Der Smart zum Beispiel ist ja klar gewesen. Lohnt sich nicht mehr den Aufwand, den neu reinzusetzen und zu verkaufen. Kann ich nachvollziehen. Der Paragon ist jetzt auch kein super teures Modellauto, ne? Was kostet der im Schnitt? 40 Euro. So, jetzt kommen wir hier zum Ford Model T. Ist doch Model T, ne? Model A. Tudor, blau-schwarz als Taxi. Den werde ich jetzt auch mal auspacken, weil ich sehe gerade schon andere Indizien. Ein kaputtes Transportbändchen und die Verpackung ist schon mal beschädigt. Eine defekte Verpackung ist auch schon... Jawohl, Verpackung ist defekt. Folie fällt ab. Das ist wahrscheinlich auch direkt der Grund, warum der hier auf dem Schrott gelandet ist. Aber warum ist das Transportbändchen kaputt? Ja, das sehe ich auch schon. Hier. Transportbändchen ist kaputt. Warum zum Teufel ist es kaputt? Ja, es ist nicht nur das kaputt. Ich sehe auch gerade, warum der jetzt hier auf dem Schrott gelandet ist. Das Emblem ist nämlich abgerissen und fehlt. Damals die alten Ford-Modelle, die hatten ja noch so Kühlerfiguren gehabt. Ja, Kleinigkeiten, ne? Emblem abgerissen, Verpackung beschädigt, Modellauto ist Schrott. Das war's. Tja, das war's für das Modell.
Das geht jetzt in den Schrott. Ja, für einige Händler reicht schon, wenn die Verpackung defekt ist. Kann ich auch verstehen. Viele Händler können das auch gar nicht nachvollziehen, dass ich das dieses Business mache hier. So, auch hier habe ich die ganze Zeit überlegt, was ist mit dem Studebaker Golden Hawk? Was fehlt ihm? Warum ist er jetzt hier auf den Schrott gelandet? Der sieht doch super aus. Keine Lackschäden, Fensterheberfunktion, alles. Alles. Und dann habe ich das gesehen. Per Zufall. Warum der hier auf den Schrott gelandet ist. Das hat eigentlich nichts mit dem Modell selber zu tun. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die Verpackung wurde nämlich schon mal geöffnet. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich kontrolliere nur nach. Ja. Hier. Die Goldmünze fehlt. Das Modell hat nämlich so eine Sammlermünze. Eine goldene Münze. Ist kein echtes Gold. Aber die ist normalerweise hier drin. Die fehlt. Ich habe jetzt geguckt, ob die nicht jetzt... Oh, Auspuff ist auch defekt. Verschraubung fehlt auch. Ja. Was haben wir denn noch für Schäden? Guck mal, augenscheinlich sah alles in Ordnung aus, ne? Sonst ist alles in Ordnung. Schade, ne? Mütze fehlt, Auspuff ist abgebrochen und kleine Lackfehler. Und manchmal sieht man, wenn man den so in der Verpackung sieht, denkt man, der hat nichts, ne? Ja, und so kann man veräppelt werden. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich grundsätzlich eigentlich immer die Modellautos verschrotte, die ich so bekomme von den Händlern. Weil manchmal ist der Fehler im Detail. Im ganz schlimmen Detail. So, einen haben wir noch. So, der ist klar, der geht in den Schrott. Genau wie der Model T. So. Das ist der nächste. So, ihr erkennt jetzt nicht viel normal. Es ist der Rolls-Royce Silver Cloud 3 Flying Spur von Modell Car World. Modell Car Group. Also, okay, alles dasselbe. Ah, ich habe mich nämlich auch gerade schon gefragt, was hat das Modellauto? Und da kam mir die Stoßstange gerade entgegengeflogen. Habt ihr das gesehen? Das war die Stoßstange. Das ist der Grund, warum der hier auf den Schrott gelandet ist. Tja, manchmal muss man einfach nur einen zweiten Blick drauf werfen. Das heißt, gute Karten für den Smart und den X4, die gehen in den regulären Verkauf, die werden gereinigt und je nachdem auch wieder vielleicht aufpoliert und dann gehen sie in den Verkauf. Schlechte Nachrichten für den Model A, für den Rolls-Royce und für den Studebaker. Die gehen leider in die Verwertung. Ja, so einfach ist das manchmal, ne? Aber wie ihr seht, es ist wichtig, jeden kleinen Detail zu untersuchen. Für mich als Schrotthändler, ne? Das entscheidet, ob Komplettverkauf oder halt Verwertung. Oder erstmal Schrottplatz. Oder wenn ich merke, das ist mir alles zu heiß, dann geht das als ungeprüftes Modellauto in den Auktionen. Ne? Dann ist halt die Frage offen. Was ist mit dem Modell? Ich kann es selber nicht beantworten dann. Vielleicht wurde der schon mal zerlegt und wieder zusammengebaut. Vielleicht wurde umlackiert. Vielleicht wurde andere Felgen drauf gemacht, die offensichtlich nicht sofort zu erkennen waren. Also wie gesagt, es gibt tausend Gründe. Tausend Gründe, warum ein Modellauto hier auf den Schrott landet. Meistens sind es immer die gleichen Gründe. Produktionsfehler, Fehlteile, Transportschaden, Zinkpaste. Das sind die häufigsten Gründe. Dann als nächstes nach den Defekten ist halt dieser Ladenhüter-Funktion, wie das Smart. Der wurde anscheinend über Jahre hinweg oder Monate hinweg nicht verkauft. Ist dann als letztes übrig geblieben und dann quasi wie alte Restposten an mir abgegeben. Das machen auch sehr viele Großhändler so, wenn die zum Beispiel 1000 Stück haben und sind 998 sind verkauft und die letzten zwei, was wollen die damit, ne? Dann geben sie mir das für ein Apfel und ein Ei, sage ich jetzt mal, und ich verramsche die Dinger dann oder zerlege die, je nachdem, was sie sich wünschen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären.
bisschen meine Welt zeigen, bisschen Background-Informationen geben, also Hintergrundinformationen über Modelldealer 24, den Online-Shop, den ihr hoffentlich liebt und täglich besucht, wie viele andere Leute nämlich auch machen. Und ja, ansonsten, gleich geht es weiter mit der Schlachtnacht und einem Schlachtfest. Ja, der Schlachtfest ist momentan Standardprogramm und ich muss das knallhart durchziehen. Danke fürs Zugucken und bleibt mir treu.